Hallo alle zusammen, meine lieben Studentinnen und Studenten. 各位同学大家好，欢迎大家来到本期的德语课堂。这堂课的重点呢是给大家复习一些旅游出行的实用句型。比如说我想去旅行，那么我要去订一张票，或者说订一间旅馆房间。这些句子虽然我们在课上都已经学过了，那么希望通过这节课呢给大家做一个整体的复习。也希望大家通过这堂课的复习呢，把学过的句型再稍微总结一下。好，我们来开始今天的正式课程。比如说，我想出行 ，Ich möchte verreisen。Ich möchte verreisen。那么我会找到旅行社的员工。那这里有两个词 ，Angestellter im Reisebüro。Angestellter im Reisebüro。这是男的员工。如果是女的员工，我们说 Angestellte im Reisebüro。 Angestellte im Reisebüro。 注意 Angestellt 后面的词尾 AR 和 A 分别表示阳性名词和阴性名词。好了，我们来看一下，一般进到了旅行社，旅行社的人会问 Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? 作为顾客，男的顾客我们叫 Kunde， der Kunde， die Kunden， der Kunde， die Kunden， 女顾客叫 die Kunden， die Kundinnen， die Kunden， die Kundinnen。 在旅行社的员工问出这样的句子 Kann ich Ihnen helfen 以后，你可以回答的是 Ich möchte für ein Wochenende verreisen。 Ich möchte für ein Wochenende verreisen。Für 在这里表示为期多长时间， Für ein Wochenende 为期一周。这句话是我想要出行一周。可以接着说 Es darf nicht viel kosten。 Es darf nicht viel kosten。 但是不能太贵。如果您比较关心有没有活动，可以问 Gibt es ein Sonderangebot? Gibt es ein Sonderangebot?有特价活动吗？这个时候呢，旅行社的员工可能回答有的话，他说 Wir haben ein Sonderangebot。 Wir haben ein Sonderangebot。 好，这个时候呢，您可以说 Ich möchte ein Zimmer reservieren。 Ich möchte ein Zimmer reservieren。 我们中间的这个 ein Zimmer 可以换成单人间 ein Einzelzimmer。 ein Einzelzimmer。那双人间是 ein Doppelzimmer, ein Doppelzimmer, 就是我想订一间房，或者说我想订一个单人间，或者是我想订一个双人间。那这个时候呢，旅行社的人就会问 Für wen kann ich reservieren? Für wen kann ich reservieren? 如果这个时候你说是为我，那就是 Für mich, 对吧 ?Für mich。那如果是为了别人，那你可以在 für 的后面加上一个第四个。这里我们给的例子是为我的父母 ，für meine Eltern， für meine Eltern。接下来，旅行社的人就会问 ，Wie möchten Sie bezahlen？ Wie möchten Sie bezahlen？ 你想怎么付钱呢？可以说 ，Ich zahle bar， ich zahle bar， ich zahle mit Kreditkarte， ich zahle mit Kreditkarte。那 ich zahle bar， zahlen 这个词呢，用在付钱方面。第四格呢，通常是用具体的钱数，比如说我付五欧 ，ich zahle fünf Euro， ich zahle fünf Euro。而我们也学过另外一个表示付钱叫 bezahlen， 那么 bezahlen 通常强调用钱购买东西，第四格呢通常为具体的物品，大家可以理解为为这个物品付钱。举个例子，我为这顿饭付钱 ，ich bezahle das Essen， ich bezahle das Essen。这个句子里面还有 Ich zahle mit Kreditkarte， 我用信用卡付账。好了，以上呢就是第一个情景。第二个情景呢，比如说你到了酒店以后呢，这个时候呢也会有 Angestellter im Hotel， Angestellter im Hotel， 男的酒店员工。那如果女的酒店员工就是 Angestellter im Hotel， Angestellter im Hotel。 好，作为客人 GastDer Gast, die Gäste. 好，
这个时候进入酒店，酒店的员工会说 Wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? 我可以怎么帮您呢？就是我怎么为您效劳呢？如果你没有预定呢，你直接去酒店里面该怎么说呢？ Haben Sie ein Zimmer für mich? Haben Sie ein Zimmer für mich? 你有适合我的房间吗？如果你已经预定好了，你就可以说 Ich habe eine Reservierung. Ich habe eine Reservierung. 那这个时候你说 Ich habe eine Reservierung für ein Einzelzimmer mit Frühstück. 或者你说 Ich habe eine Reservierung für ein Doppelzimmer mit Halbpension. 第一个句子 Ich habe eine Reservierung für ein Einzelzimmer mit Frühstück. 这句话的意思就是我预定了一个带早餐的单人间 mit Frühstück 带早餐的，咱们说 mit 配备什么。而第二个句子 Ich habe eine Reservierung für ein Doppelzimmer mit Halbpension. Halbpension 我们讲过了，是含双餐的私人旅馆，对吧？那这句话是我预定了一个含双餐私人旅馆的双人间 eine Reservierung für 两个句子都有。与酒店的服务人员确认好了房间以后呢，这个时候酒店服务人员就说 Können Sie bitte das Formular ausfüllen? Können Sie bitte das Formular ausfüllen? 请您填一下这张表格。这个时候呢，你说 Ja klar, 当然，没有笔，你可以说一句 Haben Sie eine Kuli für mich? Haben Sie eine Kuli für mich? 就是在现实的说当中呢，需要有一种互动，你要想一想这种场景。这里呢，只给大家简单的背了几句话。这个时候呢，客人想更多的了解酒店里边的设施情况，比如说你问早餐房在哪里 ？Wo ist der Frühstücksraum? Wo ist der Frühstücksraum? 或者问酒吧在哪里 ？Wo ist die Bar? Wo ist die Bar? 餐馆在哪里？Wo ist das Restaurant? Wo ist das Restaurant? 或者问电视房在哪儿? Wo ist der Fernsehraum? Wo ist der Fernsehraum? 这个时候酒店的相关服务员就会告诉你，比如说电视房在早餐房的旁边，这句话应该怎么说？答案就是 Der Fernsehraum ist neben dem Frühstücksraum.Der Fernsehraum ist neben dem Frühstücksraum. 电视房在早餐房的后面，我们这句话应该怎么说呢？答案就是 Der Fernsehraum ist hinter dem Frühstücksraum. Der Fernsehraum ist hinter dem Frühstücksraum. 那我们说电视在早餐房的前面，这个时候用什么介词啊？ Vor.这个句子我们就可以讲 Der Fernsehraum ist vor dem Frühstücksraum. Der Fernsehraum ist vor dem Frühstücksraum. 那这个时候比较关心有没有网，该怎么讲啊？您这里有网吗？ Haben Sie Internet? Haben Sie Internet? 或者想问这里有无线网吗？ Haben Sie WLAN? Haben Sie WLAN?这个时候酒店的服务员有的话他就告诉你 Ja, wir haben WLAN. Ja, wir haben WLAN. 那告诉你具体的钱，比如说一个小时两欧 Eine Stunde kostet 2 Euro. Eine Stunde kostet 2 Euro. 如果没有他就说 Nein, 对吧？那你再问房间里有吹风机吗？吹风机我们教给大家 Der Föhn. Der Föhn.Die Föhne, die Föhne. 这个句子咱们应该这样说 Gibt es einen Föhn im Zimmer? Gibt es einen Föhn im Zimmer? 如果有的话，酒店服务员说 Ja, ja, wir haben einen Föhn. Ja, wir haben einen Föhn. 如果没有，他就说 Nein. 但是您可以从我这拿到一个。这个句子可以讲Nein, aber Sie bekommen hier einen. Nein, aber Sie bekommen hier einen. 这个时候比如说你想问有没有冰箱啊，可以说 Gibt es einen Kühlschrank?
Gibt es einen Kühlschrank? 有冰箱吗？酒店的服务员告诉你，房间里有那种小的冰箱，小冰柜 ，die Minibar。我们举个例子，小冰柜在柜子里 ，die Minibar ist im Schrank。Die Minibar ist im Schrank。好，这是前面讲了预订酒店啊，订了什么房间，询问情况是怎么样的。如果到了德国的城市，住在酒店里边，想去别的城市玩，买一张车票。Ich möchte eine Fahrkarte nach， 直接加上一个专有名词就可以了。我想要一张开往什么地方的车票。Ich möchte eine Fahrkarte nach。那这个地方买票的时候呢，你应该去火车站。火车站呢，它有专门的德铁服务中心，你可以去看价格啊，车票啊，到底多少钱。好，那么 Bahn Angestellter 就是火车站的男工作人员。Bahn Angestellter。女的就是 Bahn Angestellte， Bahn Angestellte， 这里指的是卖票的人。Wie kann ich Ihnen helfen？ 我能怎么帮您呢？我能为您效劳什么？同样的都是一句话。我们这里举个例子，我想要一张从北京开往上海的车票。这个句子应该怎么说？大家想一想。答案就是 Ich möchte eine Fahrkarte von Beijing nach Shanghai。Ich möchte eine Fahrkarte von Beijing nach Shanghai。 这个时候卖票的人就会问 Für wann？ 什么时候呢？ Für wann？ 那举个例子，你说8月3号的车票。 Für den 3. August。 Für den 3. August。 好，这里完全就在考验以前你学过的叙述词，现在你有没有能够正确的表达出来。公式呢，我们都总结给大家，大家是否都会用。好，或者这个时候卖票的人问Um wie viel Uhr möchten Sie fahren? Um wie viel Uhr möchten Sie fahren? 这个时候呢，你给出一个时间点，德铁卖票的人就会告诉你啊，那个时间点有没有什么车。举个例子，比如说在九点有一趟城际特快列车。Um 9 Uhr fährt ein ICE. Um 9 Uhr fährt ein ICE. 好，比如说在九点有一趟区间车。Um 9 Uhr fährt ein Regionalexpress. Um 9 Uhr fährt ein Regionalexpress. 如果是你订的票需要换乘，那么德铁人也会告诉你啊， Sie müssen in 什么什么地方 umsteigen. 比如说你需要在法兰克福换乘，那么就说 Sie müssen in Frankfurt umsteigen. Sie müssen in Frankfurt umsteigen. 好，这个时候他会问 einfach?单程吗 ？Einfach， 你可以回答 Nein hin und zurück， 不往返。Nein hin und zurück。好，他会问你有优惠卡吗 ？Haben Sie Bankcard？ Haben Sie Bankcard？ 那如果你有，那我们学过了一个 25% 的优惠卡，对吧？那是有折扣力度为 25% 的火车优惠卡。Ja Bankcard 25。加上一个特别的说明啊，一等座、二等座呢 ？Zweite Klasse. Ja, Bankcard 25, Zweite Klasse. 那如果你没有，你说 Nein 就完了。好，他会跟你确定信息。Möchten Sie reservieren? Möchten Sie reservieren? 那你想定下来了吗？那你说定。Ja, bitte. 记住，他经常把那个 bitte 带在嘴边，这样是比较有礼貌的。Ja, bitte.那如果你觉得不合适，你说 Nein, danke. Nein, danke. 好，定了以后，他又会问你是要靠窗的还是靠过道的呢？ Fenster oder Gang? Fenster oder Gang? 那你说靠窗。Fenster bitte. Fenster bitte. 最后预定完了，就是要告诉你多少钱。Das kostet 多少 Euro, 对吧？那比如说花50欧 ,das kostet 50 Euro。好了，以上呢就是我们这堂课的主要内容了，主要是给大家复习了旅游时刻用到的一些实用句型。下节课呢，我们将给大家讲解140页上面练习11相对应的广告。我们下节课再见， Auf Wiedersehen!